Alter, was geht ab, Leute? Das gehypteste Sandwich in München. Nicht da. Wir waren dort, aber die haben heute die Lieferung nicht bekommen. Teil 2 vom Video seht ihr dann das gehypteste Sandwich in München. Aber die sind auch gehypt. Let's go. Käse und Fleisch, Leute. For the YouTube für euch, Leute. Oh, ist das eine Kirsche hier? Genau, Liebe. Gut, nicht getoastet, meint sie. Also im Vergleich zu Italien. Oh, ist nicht schlecht. Ich mag euch gut. Mag ich gut, ja? Fresh, süß, irgendwas mit Birne habe ich. Ich habe mich dagegen entschieden wegen diesen Walnüsse. Sind die Walnüsse, sagt man die? Merkt man kaum. Ab und zu ein Crunch, aber es sind nicht viele drin. Gorgonzola, deutsche Walnüsse, Birne, Wurstmarinschinken, Rucola, Eigensenf. Mh, das ist das Süße. Das Viktuale mag essen, Leute. Was sagst du? Brot ist gut? Oder was sagst du? Ja? Brot ist gut. Chewy. Ja, so ist es. Ich dachte, den Story von unserem Fail. Habe ich schon. So hat das Video angefangen. Ah. Weil dieses Video wird wahrscheinlich heißen, ich teste das geilste Sandwich in München. Und das war das Lobster-Urteil. Ja, das hatte keine Lieferung bekommen, deswegen sehen die das im zweiten Teil des Videos. Gefühlt, wenn wir hier noch eine Runde drehen, dann sind wir schon fertig, dann können wir wieder zurückgehen. Denkst du? Er meinte, wenn es geliefert wird, dann so schätzt er so ab 1. Wir können schon vorbeischauen, wenn wir schon sicher sind. Weil das Teil rechnen wir natürlich nicht. Aber, ja. Weil nachdem kann ich keine Nudeln mehr essen. Nee, ist auch kein, hä? Das war gar nicht mehr im Programm. Das ist schon. Ah, ich bin das Brot vom Brandner. Ich denke mir schon, ich kenne das Brot. Ich denke mir schon, das ist das. Ah. Wow, Julius Brandner, der krasseste Bäcker in München, Leute. Das ist aber wirklich der beste. Der ist so. Ich sag das mit einer ironischen Stimme, aber es ist der beste. Das ist das perfekte Apagol-Wetter, Leute. Irgendwo ein Spritz. Okay, die Deutschen essen vielleicht noch so Käse oder so dazu. Holst du hier was? Findest du das peinlich? Kommt drauf an, womit man es vergleicht. Aber. Ich bin ein Dönermensch. Und die Leute flippen aus, dass Döner auf 7, 8 Euro gestiegen ist. Und das hier ist 50% teurer als ein Döner. Und macht mich weniger satt als ein Döner. Da, Leute, Birne. Es ist frisch, wisst ihr, woran ich es merke? Mein Mund fängt an zu jucken. Birne, oder was? Ist gegen allergisch? Gegen frischen Obst. Echt? Aber ganz leicht. Alles, oder was? Vieles, da fängt mein Mund an zu jucken. Aber nur bei die einen Kern haben oder auch Gita? Habe ich mir nicht wie genauer analysiert. Das haben viele. Mein Papa hat das gemeint. Weißt du, Apfel? Da juckt es am meisten. Dann hast du wahrscheinlich
Das aber nicht, wenn du es kochst, oder? Nee, dann nicht. Nur frisch. Genau, gleich mal. Schmackhaft auf jeden Fall. Ich hab's kommen gesehen, aber mein Körper hat nicht reagiert. Oh, ich bin voll voll. Fuck, das haben wir nicht getaucht. Das hat er nicht getaucht. Was hast du? Das haben wir nicht getaucht. Vergessen. Warte, 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 nochmal was? Das haben wir nicht getaucht. Ach so. Mein letzten Bissen. Ja. So Leute, jetzt hat er. Jetzt sind wir hier. Melrose, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Melrose Place geschaut habt. Oder 90210 Beverly Hills. Pastrami kennt man. Eggplant kennt man. Meatball haben die leider nicht am Start, das war gut. Und Lobster neu, gehypt, limited, ihr wisst. Wow, wow, wow. Cold Cut, Leute. Und Lobster Roll. Professional. Mir ist aufgefallen, das Ende hier hat sehr wenig Zitrone abbekommen. Echt? So. Oh, ich hatte gestern ein Messer sogar dabei. Ich habe schon rausgenommen. Creamy Soda, Leute. Schmeckt wie Soda und Cream. Wild. Hat aber gar nicht so viele Kalorien. Nur 19. Mit am Start die Kollegin, die ihr Matcha-Tiramisu nicht aufgegessen hat. Eiskalt, Mann. Der hat zumindest mitgenommen nach Hause. Ich hätte es mit nach Hause nehmen können. Ein sehr knuspriger Chip. Hat auch Chip-Geschmack, Leute. Da muss das mal weg. Ich sag, ich habe noch Chips-Geschmack. Da muss das mal weg, damit ich den vollen Geschmack genießen kann. Wertvoller Lobster. Nicht verschwenden. Wenn die Scheiß schief ist, dann ja. Erstmal nur Brot. Super soft. Sehr buttrig. Sehr salzig. Überlegt gerade, Leute, weil wir sind ja arm. Mir taugt auch dieses Brot mit dem Butter, ob man da auch ein etwas billiges rein tun kann. Eggdrop. Zum Beispiel. Ja? Würde von gut passen. No? Ich frag den gleich mal. Okay.
Das ist die Frage. Eher nicht, aber einmal für die Erfahrung, einmal für den Geschmack. Lecker ist es. Lecker ist es, ja. Verdammt. Aber das ist süß. Ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man in Main wohnt und der Lobster da eben 10 Dollar kostet. Das ist American süß. Darauf stehen die Americans. Das schmeckt wie. Schmeckt wie so Calcium-Tablette, die du unten nicht so gut Es schmeckt wie irgendeine Soda, also Sprite oder so, und Creme. Creamy Soda. Das schmeckt halt sehr nach Creme. Und ich finde, das Creme schmeckt so wie, wenn du so eine Auflösetablette, wenn du ganz am unten, dass du noch so ein Ding hast, so weiß. What the fuck? Da habe ich gar nicht gedacht. Nichts verschwenden, Leute. Das gehypteste Sandwich in München, Leute. Es hat gerade erst angefangen, aber kann sein, dass es in ein paar Minuten schon ausverkauft ist, Leute. Ja, scheint mir jetzt nicht so viel zu sein, aber wie viel Lobster glaubst du kriegen die? Ich erwarte jetzt nicht, dass sie 100 Lobster-Dinger verkaufen können. Nicht mal 50 vielleicht. Vielleicht so zwischen 30 und 50. Ich verkaufe meistens ein bisschen Pastrami-Ding. Ja, Pastrami, ihr wisst, Leute, oberhalb. Außer der von Chago. Wir fahren irgendwann mal zu Chagos Pastrami. Kuss geht raus an Ricardo. Ein paar kleine Leute für euch. Da kann ich auch nichts mehr essen. Dieser Paprika, scharfe Paprika. Und der hätte gern mehr. Not bad. Was ist das nochmal? Turkey. Nein, Cold Cut. Cold Cut. Italian Cold Cut on a Sub. Stracciatella spread. Lettuce, pickled onions, roasted red peppers, light Italian vinaigrette, make it spicy. Calabrian chili spread. Schmeckt sehr sauer. Finde ich auch. Sauer, aber gut belegt. Sehr viel Fleisch. Ja, keine Ahnung, Meatball immer noch am besten, aber er hat sich hier drauf geschafft. Ja. Ich bin jetzt durch. Was machen wir jetzt? Sollen wir es mitnehmen lassen? Das ist einfach. Also Sven, du hast doch gesagt. Oh mein Gott, mein Daumen ist geheilt, Leute. Was ist denn los? Kalt? Ja. Ich wusste es. Ich hatte den mir ein Stück verletzt, aber wir können aus meinem nichts gebrochen. Ist das? Ich soll einfach fallen lassen. Aber was ist denn? Der ist jetzt gerade, der war sozusagen meine Vermutung ausgerenkt und jetzt hat er sich gerade automatisch wieder eingerenkt. Und jetzt kann ich die Bewegung schmerzen. Er hat sich gerade selber eingerenkt wieder. Es hat so geknackst und bam, jetzt bewege ich ihn wieder ohne Schmerzen. Oh mein Gott. Mutter Natur, der Körper ist ein Wunder. Er hat sich selber geheilt. Sandwiches sind okay, ganz gut. Ich bin mehr von meinem Daumen begeistert, dass er wieder geheilt ist, Leute, als von den Sandwiches. Aber an sich, ja, kann man machen. Sucht euch welche aus, die euch am meisten taugen. Meiner ist ganz klar Meatball, aber den haben die nicht mehr. Und Lobster, lecker, kann man für die Erfahrung machen, aber wenn ihr es euch leisten könnt,
probiert den aus. Lobster Roll. Ich glaube, ich habe im Video nicht allzu viel zu dem Lobster Roll gesagt, denn es war mein allererstes Mal. Ich bin im Insi-Modus. Ich kann mir nicht wirklich Lobster Roll leisten. Muss aber ehrlich sagen, geschmacklich ja gut, okay, passt. Aber Preis-Leistung würde ich mir nicht nochmal holen. Also, man hört immer, Lobster Roll, ends gehypt, alles schwärmen drüber. Bei dem Laden ständig ausverkauft, richtig schnell ausverkauft. Das, also Lobster Roll und Pastrami-Sandwiches, Real Talk, finde ich ein wenig overhyped. Also nicht, dass der Laden schlecht ist und overhyped ist, sondern allgemein Lobster Rolls und Pastrami-Sandwiches. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeitkanal, der Mine. Tschüss, Business und ciao.